Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, ich bin die Maren aus Mainz. Hallo liebe Maren, ich bin der Horst um die Ecke und das ist die Frau Dr. Bianca Berding. Hallo. So, und sie wird uns gleich Dinge hier drüber erzählen, dass wir beide denken, mein Gott, woher weiß sie das denn schon wieder, ne? Ja. Aber dann frage ich doch erstmal, wo hast du das Gemälde her? Also das Gemälde gehört meiner Schwägerin, 91 Jahre alt. Oha. Und sie hat das von einem Freund nach dessen Tod geerbt. Mhm. Mehr weiß ich nicht. Gut. Und das hat die letzten 20 Jahre bei ihr im Flur gehangen. Mhm. Und jetzt ist sie umgezogen und hat keinen Platz mehr für dieses Bild. Und dann habe ich die Emmy Gotzmann habe ich tatsächlich im Internet wiedergefunden und dachte mir, ey, dann ist es zu schade, dieses Bild irgendwie auf den Müll zu werfen. Also wenn ich höre Emmy Gotzmann, ja, dann wird das die Künstlerin sein. Das ist die Künstlerin, die hier unten signiert hat. Ja, signiert hat. Sollen wir zwei direkt mal reingehen und nachfragen, was er mit der Emmy auf sich hat? Gern. Ja, dann hauen wir mal einen raus. Bitteschön. Ja, da sind wir direkt an einem sehr, sehr spannenden Punkt. Denn Emmy Gotzmann war eine der wenigen Künstlerinnen, die zeitlebens den männlichen Kollegen schon gleichgestellt war. Und aha, es ist sehr, sehr traurig, denn von ihrem Œuvre ist so gut wie nichts erhalten. Es gibt nur noch einige, sehr wenige Objekte in Familienbesitz. Und kriegsbedingt ist wirklich alles zerstört worden. Insofern haben wir hier eine echte Rarität. Einmal, weil es nur noch wenige Werke gibt und zum anderen, weil wir eine ganz bekannte Künstlerin vorliegen haben. Das Werk ist im Jahre 1929 geschaffen worden und zu diesem Zeitpunkt hat schon die Presse ihr Talent bei vielen Ausstellungen sehr gelobt und hat ihre kühne, klare Malweise, ihre satte Farbgebung wirklich sehr hervorgehoben. Und Emmy Gotzmann, die ist 1881 geboren worden und ist 1950 gestorben, die hatte das große Glück, dass sie nach dem Besuch der höheren Mädchenschule eine ernsthafte künstlerische Ausbildung bekommen hat. Sie hat die Zeichen- und Malschule der Künstlerinnen und Kunstfreundinnen in Berlin besucht und war dort auch lange Jahre die Vorsitzende. Ihr Talent war so groß, dass die Familie ihr Privatunterricht bei dem prominenten Maler Lovis Corinth ermöglicht hat. Und das ist ja nun wirklich ein großer Name bis heute. Und sie hat zunächst in der postimpressionistischen Manier gemalt und dann eine ganz eigene Bildersprache gefunden. Und die sehen wir jetzt hier bei diesem Klosterkreuzgang. Denn dieses Bild entwickelt alleine aufgrund der Farbe einen suggestiven Sog in den Bildraum ganz tief hinein. Der Betrachter hat wirklich das Gefühl, dass er, wenn er einen Schritt nach vorne geht, dass er dann im Licht steht und im warmen Sonnenlicht. Und das liegt daran, dass sie in der Art des expressiven Realismus gemalt hat. Das heißt, die Farbe war nicht nur Ausdrucksträger, sondern auch Raum und Form schaffend. Und das sieht man ganz wunderbar. Sie hat diesen schattigen Teil in dunkel, lila, blau gemalt. Und dort, wo die Fenster sind, ist sie ganz hell und lichtdurchflutet, sodass der Raum wirklich Volumen bekommt. Und es ist nicht viel abgebildet. Wir sehen hauptsächlich die Architektur des Kreuzganges. Vorne ein kleiner Gebetsstuhl, ein Bild mit Kerze an der Wand sowie ein noch kleineres Bild im Goldrahmen mit Blumen davor. Schön. Richtig. Und habe ich zu viel versprochen? Wunderbare Expertise. Ja, ne, ist das nicht unfassbar? Zustand würde ich gerne noch wissen. Ja, der Zustand ist an sich gut. Wir haben nur an einigen kleinen Stellen etwas Farbabrieb, aber das ist kein größeres Problem. Das kann von einem Fachmann behoben werden und mindert den Wert auch nicht wirklich. Gut, der Rahmen? Der Rahmen, der ist zeitgenössisch. Das kann der Originalrahmen sein. Eventuell ist er später erneuert worden. Hm. Er sollte jetzt noch mal überarbeitet werden. Er hat doch einige Katscher abbekommen. Ja. Und nur noch mal zur Info für mich. Es ist natürlich Öl auf Leinwand. Richtig. Sehr schön. Ja, dann haben wir beide sehr viel gelernt, ne? Wirklich. Du hast aber etwas mitgebracht, und zwar einen Wunschpreis. Den würde ich gerne hören. Ja, ich sag jetzt alles über 500 Euro. Wäre ein Träumchen. Ja. Vom Traum zur Realität.
Also wir haben das Werk einer vergessenen Künstlerin aus einer Zeit, in der sie sehr anerkannt war. Gotzmann hat sich in dem Kunstbetrieb der Nationalsozialisten vollständig zurückgezogen. Wir haben leider nur noch sehr, sehr wenige Werke vorliegen. Und gerade solch ein Bild, das sehr kontemplativ ist und Devotion ausdrückt, das so eine malerische Qualität aufweist und eine sehr, sehr schöne Komposition, da bin ich bei 3.200 bis 3.500 Euro. Wahnsinn. Das freut mich sehr. Ja, mich erstmal. Weißt du, weshalb mich das freut? Dass auch noch mal eine Künstlerin wieder wertgeschätzt wird. Und ich könnte mir vorstellen, gerade in der heutigen Zeit wird es Zeit, dass auch vergessene Künstlerinnen, die so Bedeutendes haben, dass sie noch mal ganz neu aufleben. Allein durch die Damen, die heutzutage die Erde beherrschen und beherrschen sollen. So, weg mit den Herren. Danke. Bitte schön. Viel Vergnügen bei der Händlerin und den Händlern. Tschüss. Ciao, ciao. Ja, jetzt bin ich natürlich ein bisschen aufgeregt, wo es in den Händlerraum geht. Denn mit dem Preis habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Schauen wir mal, was die Händler dazu sagen. Daumen drücken, dass sie genauso begeistert von dem Gemälde sind wie unsere Expertin. Und tief in die Tasche greifen. Hallo, die Dame. Guten Tag. Guten Tag. Schönen guten Tag allerseits. Hallo. Was Außergewöhnliches haben Sie uns mitgebracht? Ja. Ist die Emmy Gotzmann eine deutsche Künstlerin? Ja. Die ist in Frankfurt geboren. Okay. Und ich glaube, in Berlin gestorben. Mhm. Also 1881 geboren und 1950 gestorben. Also die Nachkriegszeit war wohl sehr schlimm für sie. Und das war in 20er, 30er Jahren so gemalt? 29. Oder? 29, ja. Sie ist eine ganz starke Frau, die leider fast in Vergessenheit geraten ist, weil sie in der Nazizeit als entartet galt. Und es gibt nur noch sehr wenige übrig gebliebene Exponate von dieser Künstlerin. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das in der Nazizeit unter entarteter Kunst lief, weil für das Datum 29 gemalt, hat es eigentlich einen sehr modernen Strich. Ja. Und das, diese Richtung war ich glaube, damals gar nicht gemocht. Da hast du, Friedrich, vollkommen recht, das ist sehr modern gemalt. Ja. Ich muss sagen, ich bin angetan von diesem wunderbaren, besonderen Gemälde. 500 Euro beginnen. Es muss noch ein bisschen was gemacht werden. Ja, man muss da einfach ein bisschen Kosten mit einkalkulieren. Ich möchte trotzdem gerne mit 1.000 Euro weitermachen. 1.100. 1.500. 1.600. 2.000. 2.1. 2.5. 3. 3.5. Haben Sie das erwartet, gnädige Frau? Eingangs überhaupt nicht. 3.500 ist ein starkes Gebot. Aber das Bild hat auch Potenzial. 3.6. 4.000. Wie hat mein Großvater immer gesagt, Haltung bewahren und verlieren. Ich steige jetzt aus. Wollen Sie verkaufen an den David für 4.000 Euro? Gern. Schön. Bitteschön. Ein tolles Geschäft. So, dann 1.000, 2.000, 3.000, 2, 4, 6, 8 und 4.000. 3.500 Euro mehr als der Wunschpreis. Dann gibt es jetzt jede Menge Geld für ein ganz außergewöhnliches Bild. Vielen Dank. Ich bedanke mich sehr herzlich. Es war schön mit Ihnen. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Adieu. Vielen herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ihnen auch. Danke. Ach, mein Gott, ist das schön. Ein Hammer ist das. Ja. Das ist sehr, sehr außergewöhnlich. Ja. Dass die Händler in 500er Schritten vonstatten gingen und sich überboten haben, das war für mich überwältigend.